Wir haben so zwei Modi, gehört auch mit zu unserem inneren Sport. Einmal so ein Überlebensmodus, Überlebenskampf, Wettbewerb und so. Das ist das eigentlich, wovon alle erzählt haben, dass wir uns darin behalten, aufhalten sollen. Das ist aber der, der den Stress macht. Der war niemals dafür vor, Überlebensmodus war nie dafür vorgesehen, Angriff, Wegrennen oder Erstarren klingt nicht sehr produktiv. Doch noch mitmachen. Klingt nicht sehr produktiv und ist definitiv auch schlecht für den Körper. Also der stellt dann um. Also der stellt dann eben um, Verdauung wird zurückgefahren und so, dass man eben schnell auf das böse Vieh reagiert. Hallo, hallo. Hallo. Das ist aber das, wo wir uns meistens drin befinden, auch auf der Arbeit und so. Hallo. Hallo. Also das ist dieser Überlebenskampfmodus. Ich erzähle da nicht mehr drüber, weil den kennen wir alle. Aber wichtig ist, sich darüber klar zu sein, dass man, so klar ist die Trennung nicht, ne? Aber zumindest mal ein Augenmerk drauf zu richten. Und der andere ist, muss ich immer dran denken, Wayne Shorter war das, wo ich, das ist ein alter Saxophonist, ein Jazz-Saxophonist, der noch lebt, deswegen, der hat das gesagt, be creative, sei kreativ. Und das ist die andere Richtung. Also ist für mich die beste Variante, das zu beschreiben, auch weil ich mein ganzes Leben immer mich gewundert habe, wenn meine Eltern sagen, du darfst nicht Kunst studieren, ich habe Musik gemacht zu der Zeit und so und auch ein bisschen verdient sogar damit, also konnte dann meinen Happy mitbezahlen. Aber meine Eltern haben immer gesagt, das ist halt mir nichts und so. Und da habe ich immer gemerkt, dass irgendwie ist das sehr tiefgehend. Dieses, ich will kreativ sein, ne, Musik machen. Auch selbst da, wenn dann jemand sagt, hey, mach das nicht so, spiel dieses Stück genau so, dann merkt man, guck mal, oh, 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 was ist das? Komme ich wieder in diesen Blatt Papier, abspielen, fertig. Ne, das ist Überlebenskampf. Das ist nicht kreativ. Und das bei sich mitzukriegen, dass das komplett andere Modi sind, das ist ungeheuer wichtig. Deswegen steht auch überall, also selbst auf dem Begrüßungsbildschirm, überall steht freundlich, aufmerksam und gelassen. Das ist das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um am Tag über selber sich zu überprüfen, weil das ist wie so ein Dreibein, ein Stativ, nur so drei grobe Richtungen. Bin ich freundlich mit mir? Nö. Selten. Warum nicht? Also alleine, das sind Riesenthemen. Oder bin ich freundlich zu jemandem anders, weil ich was will? Das ist auch nicht freundlich. Also jedes dieser Wörter hat tierische Deutungsfreiheit. Also bin ich freundlich mit mir, mit denen, die mich umgeben, mit allen, auch meinen Feinden, mit allem irgendwann. Bin ich aufmerksam? Das ist gemein, weil ich, wenn ich nicht aufmerksam bin, merke ich nicht mehr, dass ich nicht aufmerksam bin. Aber ich brauche das. Aufmerksamkeit brauchen wir. Und gelassen. Bin ich gelassen? Mit mir, mit denen, die mich umgeben, mit allem. Weil das bringt mich in diese produktive, aber nicht angespannten Modus. Und das ist die Richtung zu diesem inneren Lächeln. Und das ist auch eine Möglichkeit, um auf der Arbeit immer wieder bei sich zu sein und viel mehr zu schaffen. Es gibt da Versuche drüber, dass die Leute halt wirklich, ihr nehmt den Urlaub und ihr macht keine Überstunden und du bist zu gestresst, nimm dir noch mehr Zeit. Also mit einem Ingenieurbüro in den 70ern haben sie das tiefgehend untersucht und die haben viel weniger Ausfallzeiten nachher gehabt und die Produktivität der Mitarbeiter ist ums, glaube ich, 30-fache gestiegen.
Also genau das Gegenteil von dem, oh, Zeitnot und mach schnell, 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 ist jetzt egal, achte nicht auf deine Kinder, wir arbeiten ist wichtiger, bla bla bla. Also diesen anderen Druck, 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 das ist Überlebenskampf. Und man merkt das auch, deswegen komme ich jetzt auch zum Abschluss, das ist dieses Schieben, das macht auch Anstrengung und das macht Muskelverspannung und so weiter bis in die Finger und dann habe ich Probleme. Und das, wenn ich quasi so stark schon gegen mich arbeite, dass ich dann weniger schaffe, ist klar. Ganz was anderes als, wow, das geht locker, oh, kleines Problem, mach mal zack, zack, so, das weiß ich nicht, das lassen wir kurz liegen, weiter. Das ist ganz was anderes als, ich muss das und Termin, Druck und so. Also freundlich, aufmerksam und gelassen. Diese einzelnen Themen kommen auch noch, aber nicht heute. Aber Überlebenskampf und Kreativitätsmodus. Also sich darüber klar zu sein, weil es ist auch Richtung Sympathikus und Parasympathikus, hat sehr viel zusammen. Jetzt sitzen wir 20 Minuten rum. Ganz zum Schluss, eine Minute vom Ende, erinnere ich uns einfach an diese Frage ohne Antwort. Richtet euch ein. Müsst ihr da noch was trinken?
Zeit, noch eine Frage zu stellen, einfach ein Gefühl zu äußern, freundlich zu gucken. Sonst frage ich, habt ihr eine eigene Meditationspraxis? Wenn ihr keine habt, kann ich euch nur empfehlen, immer hierher zu kommen. Nee, in erster Linie auch, wenn ihr habt, Smartphone, irgendeine Meditations-App ausprobieren. Oder mehrere hintereinander sogar. Die haben alle 7 Tage kostenlose Kurse. Und die, also alle, die ich bis jetzt probiert habe, sind alle empfehlenswert. Ja. Weil man kriegt schnell erstmal einen Überblick, was ist denn so eine Meditation überhaupt? Zumindest was denken diese einzelnen Meditations-Apps, was gut wäre. Und die haben alle so ein bisschen verschiedene Gewichtungen, aber man kriegt dadurch erstens sehr schnell so ein Grundwissen, was eine Meditation ist, wo es hingehen kann, und lässt auch schnell viel fallen von irgendwelchen abstrusen Vorstellungen und so. Deswegen, also vor Smartphone und Meditations-App war der Zugang ziemlich schwierig. Also es gab schon vor 8 Jahren oder so, gab es schon die Unterstützung von den Krankenkassen für solche Präventionskurse. Aber also so Stressbewältigung durch Achtsamkeit, das ist eine uralte, also uralt aus den 1970er Jahren und das ist halt auch belegt und so, aber nichtsdestotrotz, das kostet, ich glaube, 360 Euro und die Krankenkasse bezahlt da 80 oder so, also es ist nicht so billig. Aber also wie gesagt, mit Meditations-Apps einfacher geht es nicht, dass ihr so grundsätzlich wisst, in welche Richtung das geht. Ich meine, Guru heißt Lehrer. Ich sage immer gern, ich will hier nicht den großen Guru machen, aber wenn ich 5 Minuten erzähle, wir zusammen sitzen und ihr irgendwie so ein bisschen von dem übernehmt, was ich vor mich hinquatsche, dann bin ich ja schon der Guru. Also, ne, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also, ihr müsst jetzt nicht mir hinterher rennen und irgendwie spezielle Rituale machen. Doch, freundlich mit mir sein. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist eine Grundvoraussetzung. Freundlich mit mir sein. Und mit euch. Das finde ich auch. Also dieses freundlich, aufmerksam und gelassen halte ich für ziemlich wichtig. Aber ich habe da kein Patent drauf. Also es gibt da keinen, wie heißt das? Kein Gebrauchsmusterschutz. Ne? Habe ich, auf Freundlichkeit habe ich es nicht, auf Aufmerksamkeit nicht und auf Gelassenheit auch nicht. Also ihr dürft das selber benutzen. Aber ich habe eben rausgefunden, das sind gute Fragen. Ne? Also wenn ihr so kurz am Tag einmal tief durchatmet und euch das fragt und euch auch mit den Themen beschäftigt, das bringt einen enorm weiter. Okay. Dann schließen wir ab mit einem Ritual, dass ihr dem Guru folgen müsst. Wir meinen nichts anderes als wunderbar. Auf Sanskrit. Sanskrit heißt das Sadhu, hat auch noch andere Bedeutungen, der Weise und weiß der Geier was. Aber wir meinen nichts anderes als wunderbar. 3-mal mit zunehmender Freude, wenn es geht. Sadhu. 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 Sadhu! Wunderbar! Ja. Okay. Dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Abend. Mhm. Und wir sehen uns. Eine schöne Restwoche. Ja, Restwoche, wenn ihr wollt.